Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Zurück bei Borgward dem Zweiten, zurück bei den Hedes in Norwegen. Borgward, der sein Lehrgeld bezahlt hat, so kann man das formulieren, indem er diesen Krieg, den er unbedachterweise angezettelt hat gegen halb Europa, nun aufgegeben hat, die Niederlage eingestanden hat und nun vielleicht etwas klüger vorangeht, indem er stückchenweise jetzt hier sich die Macht in Schweden erobern will. Voraussetzung ist, dass unser Kanzler hier gut agiert und dass ein Anspruch auf das Herzogtum generiert. Und außerdem sollten wir jetzt ein bisschen geduldig sein. Unsere Monatsbilanz ist sehr solide mit plus 35. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen eine Kriegskasse und sollten die Füße stillhalten und hoffen, dass unser Kanzler eine gute Arbeit macht. So, was ist hier los? Gelage ist möglich und wir kriegen eine Einladung von unserem Hofspitzel von Herzog Severin, dem Unfertigen. Warum eigentlich nicht? Der hat den Zechereifokus und macht solche Einladungen. Wir nehmen teil. Im Moment haben wir eh nichts Besseres zu tun. Aha, das sage ich gerade. Und in dem Moment gibt es einen Bauernaufstand. Hinza vom gestrigländischen Bauernaufstand. Okay, wo sind sie denn? Wo ist er? Um welchen Landstrich handelt es sich? Aha, 2000 Mann. Da genügt, wenn wir unser Gefolge schicken. Borgward wird nicht gegen Bauern kämpfen, das ist schon mal klar. Aber das sollte ausreichen, um diese Bauern besiegen zu können. Die 52 Mann, die da vor Ort kämpfen, die sind natürlich nicht gut genug, das ist klar. Gott sei Dank haben wir dort auch eine Festung so dass die Bauern auch nicht sofort zum Zuge kommen. Das sollte eine reine Formalie sein, würde ich mal sagen. So, was ist hier los? Eine Exkommunikation von Brigida Ulfilde. Ach, aufgehoben. Alles klar. Betrifft auf das Geheiß von Gräfin Homlau von Nordisland. Betrifft uns eigentlich nur halb, weil wir das auch nicht ausnutzen könnten, glaube ich. Weil das ja eine katholische Angelegenheit ist. So, der Bauernaufstand ist eigentlich besiegt, oder? Ja, ist er. Frieden wird angeboten, erzwungen. Und der Mann wird verhaftet. Und ich finde, das ist ja sogar ein Niederer. Können wir den eigentlich, also ich meinte Bauern, die einen Bauernaufstand machen, da muss man doch wirklich hart durchgreifen, oder? Hinza. Kann man den ungeschoren hinrichten? Ja. Es wird keine Seele kümmern und dementsprechend machen wir das auch. Ganz klar. So, er wird gehängt. Also das ist nicht zu verzeihen, da gibt es keine Gnade, die gezeigt wird. Bauernaufstände, soweit kommt es noch. Wir könnten den Kredit zurückzahlen, ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Ich bin an den Privatgemächern von Herzog Severin angekommen. Okay, ein Fest findet statt, wir sind neben teil und wir sind als der Weise bekannt. Nun gut, ja, unsere Bildung ist gut, warum auch nicht? Unser Großvater war selber auch sehr gebildet. Die Leute denken vielleicht, das setzt sich sofort und geben uns diesen Namen. Ja, wollen wir den Kredit zurückzahlen? Ich denke, wir machen das jetzt. Im Moment brauchen wir nicht so viel Geld und dann haben wir wieder freie Bahn. Ich weiß, dass einer meiner faulen Höflinge zu mehr in der Lage ist, als er sich bewusst ist. Ich will den Höfling zu mehr Ehrgeiz anspornen, denn ich glaube, da ist großes Potenzial vorhanden. Es geht um Peter Eriksen. Ach so, das ist der General, den wir aus dem Gefängnis entlassen haben. Na los, dann treiben wir ihn an von mir aus. So, Zechgelage. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, einmal auszuspannen. Und wir haben tatsächlich einen Freund. Das ist erstaunlich, dass es mehr gibt als seine ganzen Gelüste. Herzog Severin, der ja im Übrigen auch unser Hofspitzel ist. Das ist nicht schlecht, den Hofspitzel zum Freund zu haben. Alles klar. Okay, sehr schön. Meine subtile Art, Peter dazu zu bringen, sein wahres Potenzial zu zeigen, hat Wunder gewirkt. Es ist, als habe er erkannt, welchen Spaß Ehrgeiz machen kann. Und seine Meinung von uns steigt. Aber hat er noch irgendwas anderes Positives bekommen? Ich bin nicht ganz sicher. Ehrgeiz zumindest ist es nicht und zurückgeblieben ist er auch weiterhin. Als ich die Dienerschaft dazu auffordere, mir einen weiteren Gang
des köstlichen roten Fleisches zu bringen, fallen meine Augen auf meinen aufgeblähten Bauch, der friedlich auf meinem Schoß ruht. Meine Liebe zum Essen wirkt sich nicht positiv auf meine Gesundheit aus. Wenn ich nichts unternehme, könnte ich bald einen breiteren Thron brauchen. Wollen wir Diät machen? Was? 7 Jahre lang? Ansonsten werden wir fett. Gesundheit plus 0,25, das finde ich ja merkwürdig. Die Kampffertigkeit sinkt, wenn wir das tun. Unsere Kampffertigkeit ist relativ gut eigentlich durch den Kriegsfokus. Aber vor allem, naja, Genius bringt auch eine gute Kampffertigkeit. Tja, Leute, also er ist einfach gefräßig, ne? Und es gibt im Moment keinen Aspekt, der mich jetzt in eine andere Richtung weist. Ich glaube, das ist einer dieser Fehler, die er auch macht, sozusagen am Beginn seines Lebens, oder was Fehler, Dinge, die er vielleicht später bereut oder anders sieht, aber ich denke, wir gehen erstmal den Weg. Das ist mir egal, ich bin glücklich, wie ich bin, wir essen weiter. Dann bleiben wir eben fett. Oder werden wir eben fett. So, okay, alles klar. Das Fest ist vorbei, ist aber gut gelaufen. Unverschämt, Birgit hat mir gerade erzählt, dass ich bald nicht einmal mehr in der Lage sein werde zu stehen, geschweige denn etwas Bemerkenswertes zu leisten, wenn ich nicht aufhöre zu essen. Aha. Sie will uns zur Diät drängen, aber ehrlich gesagt, dafür ist unsere Geliebte nicht da, um uns solche Tipps zu geben. Das wird bald enden, glaube ich. Mit uns hier. Könnte ich mir vorstellen. Man will Philipp ermorden. Das allerdings ist wahrlich beunruhigend. Wissen wir, wer oder was? Wir haben keine Ahnung. Es kann uns auch natürlich fälschlicherweise zugeflüstert worden sein. Philipp ist insofern jetzt wichtig, weil er mit Edla verlobt ist. Wollen wir ihn einfach so aufgrund dieser Gerüchte verstecken? Gibt es mal da keinen Hinweis? Wir haben noch 2 andere Söhne, also so dringend ist das jetzt nicht, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, wir glauben diesen Gerüchten nicht so sehr oder wir sind nicht so ängstlich, dass wir das jetzt gleich befehlen werden. Wenn sich das verdichtet, dann ändern wir sicher noch unsere Meinung. Ein fahrender Dichter, der sich Barde nennt, kam heute an. Ja. Ich würde mal sagen... Okay, warte mal, wir bekommen zynisch bis 1261. Achso, wir bekommen, das geht auch ein paar Monate lang nur zynisch. Ist ja merkwürdig. Hier weiß ich nicht so richtig, wie würden wir reagieren? Gibt es irgendwie einen Hinweis? Ja, ich weiß auch nicht. Ach so, hier geht es um Herzog Severin. Wisst ihr was? Das würfeln wir mal, weil ich absolut nicht weiß, wie unser Herzog reagieren würde. Überlassen wir das mal dem Zufall. Lange nicht gewürfelt und ich wähle eine 2, ein nichtsnutziger Niemand. Okay, wir bekommen Intrige plus 2 immerhin. Ein paar Monate. Ich atme tief durch und warte darauf, dass die Diener mich zum 3. Mal versuchen, auf mein Pferd zu drücken. Nach ein bisschen Anstrengung gelingt es den 5 Jungs schließlich, mich auf das arme Biest zu hieven und ich bin endlich bereit zu gehen. Dieses zusätzliche Gewicht könnte mir von Zeit zu Zeit Ärger bereiten, aber hat mich bereits jetzt die Tugend der Geduld gelehrt. Okay, weil wir fett sind, sind wir geduldig geworden. Nicht schlecht. Das bringt nochmal Intrige, Diplomatie, Verwaltung, Bildung und tatsächlich persönliche Kampf. Wow! Ich finde, das ist ja jetzt nochmal eine wirkliche Verbesserung für ihn. Trotz unserer Fettleibigkeit haben wir eine persönliche Kampffertigkeit von 35. Okay, alles klar. So, mehr gibt es im Moment nicht zu tun. Was macht unser Kanzler eigentlich? Ist er hier noch bei der Arbeit? Ist er noch so gut wie gehabt mit... Ja, 19 ist schon ganz okay, da müsste er eigentlich mal langsam Erfolge bringen. Unser Philipp hat noch keinen Kindheitsfokus. Das mache ich ja am Beginn immer zufällig, wie ihr wisst. Dazu muss ich aber auch mal ein W8 suchen. Genau.
Ich erkläre das vielleicht nochmal, weil es immer wieder diese Dinge gibt. Natürlich kann er irgendwie eine Richtung vorgeben, aber das gibt ja gewissermaßen Eigenschaften vor, die das Kind hat. Und jeder, der ein Kind hat, weiß, dass so Eigenschaften einfach da sind. Die kann man als Eltern nicht beeinflussen. Das ist eine große Wundertüte, was da kommt. Und ich will sozusagen erst im nächsten Schritt in der ganz konkreten Ausbildung dann Einfluss nehmen. Hier, das ist gewissermaßen das, wie das Kind einfach so ist. Natürlich gesehen. Und ich habe eine 7 gewählt und das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Tradition, aber gut, das ist halt, es gibt keine besonderen Eigenschaften dadurch. So ist es dann. Also, es verläuft dann nochmal zufälliger, wenn wir Tradition wählen. Eine große Händlerkarawane aus fernen Ländern ist vor den Toren eurer Festung angekommen. Ihr Anführer, ein heiterer Mann mit einem gewaltigen Körperumfang, bittet euch mit einem fremden Akzent, ihn für die Nacht Schutz vor den Elementen zu gewähren. Ja, machen wir. Spricht jetzt nichts dagegen. Als der Abend hereinbricht, sitzt der dicke Kaufmann am Feuer und unterhält euch und den Rest des Hofes mit Geschichten seiner Reisen. Sein Appetit scheint unersättlich zu sein, doch da ihr nicht den Eindruck eines schlechten Gastgebers erwecken wollt, befehlt ihr euren Dienern, einen zweiten Gang aufzutragen. Und ich glaube, das machen wir nicht nur wegen dem Reisenden. Okay, er erzählt uns was über die Hindus. Im Morgengrauen bereitet sich die Karawane darauf vor, weiterzuziehen. Der Kaufmann besteht darauf, euch ein Geschenk als Dank für eure große Gastfreundschaft zurückzulassen. Er ruft einen knappen Befehl und ein junger Mann kommt herein. Dieser Eunuch wird euch zu Diensten sein und seine Loyalität zu euch soll ohne Fehl und Tadel sein. Okay, ein Eunuch. Sogar ein wie kommt das denn bitte? Ein fratizellischer Eunuch? Der ist ein ganz guter General. Ja. Bescheiden, gemäßigt, fleißig, ein echter Stratege. Muskulös und eben ein Eunuch. Ich finde, das ist sehr, sehr angenehm. Ein sehr guter Mann. Ja. Der kann gerne an unseren Hof und nicht nur das. Wir werden ihm gleich einen niederen Titel geben. Oh nein. Warte mal. Sollten wir vielleicht irgendjemand entlassen? Die sind alle ganz gut. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass wir so viele Gute haben. Aber Hofeunuch, den Titel können wir zumindest vergeben. Aber seine Stunde wird kommen, da bin ich mir sicher. So, langsam kriegen wir wieder Geld. 250. Unser Kanzler, was ist jetzt? Oh, eine Verschwörung. Ah, wir haben jetzt den gefunden, der Prinz Philipp töten will. Oho. Oho, und jetzt ist leider der sozusagen das automatische Ende, die automatische Beendigung des Ganzen gekommen. Sie will das tun. Wer ist denn das eigentlich? Eine Ribbing, 18-jährig, will das vermutlich für ihren Gatten tun, warum auch immer, der ist Hede, oder für Herzog Magnus, man weiß es nicht so genau. Die hätte ich jetzt doch lieber gerne verhaftet. Das ist ein bisschen der Nachteil dieser automatischen. Okay, unser Freund Herzog Severin ist gestorben. Er wurde auf Geheiß von Abt Philipp von Meere umgebracht. Was ist denn hier los? Abt Philipp von Meere? Wie kommt er denn dazu? Okay, mit dem müssen wir aber... Können wir den einkerkern? Ja, können wir. Also, das sind wir dem zumindest schuldig. Okay, er wartet hinter Schloss und Riegel. Und jetzt noch die Geschichte mit unserem Sohn. Das scheint erfolgreich gewesen zu sein. Warte mal, haben wir hier eine Nachricht? Nee. Okay, auf jeden Fall ist unser Freund weg und es gibt hier eine neue Herzogin. Ich meine, Akta ist kein großes Herzogtum. Und wir brauchen einen neuen Hofspitzel, Leute. Das ist ja tragisch. Wir hatten einen Freund. Aber das war es dann gewesen mit ihm. Gut. Wer wird Hofspitzel? Oh, das sind alles nicht so ganz talentierte Leute. Der Graf von Oppland, Graf Sven. Immerhin schlau. Zynisch, gerecht, einhändig. Ja. Warum eigentlich nicht? Das war nicht die Optimalbesetzung, aber nehmen wir ihn immerhin. Er ist auch ein Hede. Das ist schon mal, kriegt er schon mal einen Vertrauensvorschuss. So,
Ich weiß jetzt nicht, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die mir jetzt nicht gemerkt habe, die da unseren Sohn umbringen wollte. Zumal unklar war, was jetzt eigentlich der Hintergrund des Ganzen ist. Wie auch immer, wir werden hier gleich nochmal in unser Gefängnis schauen. Denn derjenige, der hier unseren Freund umgebracht hat, können wir den... Das ist wiederum tyrannisch, das ist keine gute Sache. Philipp, aber wir können ihn zumindest tiefer ins Verlies werfen. Ich denke, das ist absolut gerechtfertigt. So, eine Sophia hat ein Auge auf uns geworfen, das ist gut. Wir bezirzen sie. So, wir trieben es ordentlich, alles gut. Jetzt ist aber irgendwas mit Prinz Östen los, unserem Sohn und dem Baron. Jämmerlicher Zustand, der Hofarzt soll kommen, auf jeden Fall. Ich sehe schwedische Truppen ziehen. Was ist hier los? Schweden im Krieg. Tributpflichtige Unterwerfung von Herzog Skalva. Ach Gott, da haben sie so ein Mini-Herzogtum als Ziel auserkoren, typisch die Schweden. Und... Oh Gott, was ist das denn für ein Wahnsinnskrieg? Ich weiß nicht, warum sie da mit drin sind. Oh Gott. Alles klar. Das brauchen wir uns gar nicht im Detail anzuschauen. So, was ist hier? Ich denke, dass wir mit den nötigen Druckmitteln einen eurer Vasallen von der Teilnahme an Verschwörung abhalten können. Es geht um Herzog Magnus. Aber ehrlich gesagt, es gibt doch gar keine richtigen Verschwörungen. Na gut, es gibt eine Unterstützung der Gräfin Saga, was auch immer, Herzog Magnus. Also doch. Was hat er für eine Meinung? Minus 12. Er ist unser Kämmerer. Trotzdem so eine schlechte Meinung. Was ist das Problem? Ketzer. Anwärter und Anspruchsteller für das Königreich. Ja, ich würde sagen, wir binden ihn ein. Okay. Gut, also er wird nicht mehr an den Fraktionen hier teilhaben. Hat er zumindest gesagt. Im Moment ist er das noch. So, es geht... Oh, auch wir spielen. Wir haben Angehörige unseres Hofes zur Teilnahme an einem Spiel eingeladen, bei dem wir üben werden, das Land gegen einfallende Feinde zu verteidigen. Einfallende Armeen werden durch Holzmodelle repräsentiert und ich werde klug taktieren müssen, um meinen Gegner zu besiegen. Sehr schön, gute Idee. Machen wir. Bei der Festlegung der Rollen für das Kriegsspiel haben wir entschieden, dass Magnus zusammen mit mir die Verteidigung übernimmt. Der Bürgermeister und Kanzler. Der soll hier seine Arbeit machen. Endlich irgendwas fingieren. Zu Beginn des Kriegsspiels versucht der Feind im Einmarsch ins Hügelland vorzurücken, um sich so einen strategischen Vorteil zu sichern. Ja, wir werden alle Kräfte bündeln. Als unsere Truppen den Hügel erklimmen, werden sie oben von Magnus mit einem Lächeln begrüßt. Eröffnet uns, dass sich auf der anderen Seite des Hügels ein Teil seiner Truppen versteckt halte. Magnus schlägt vor, unsere Streitmacht zu teilen, um den Gegner in Schach zu halten. Okay. Wir können mit einer kleineren Gruppe die versteckten Truppen angreifen. Finde ich eigentlich ganz gut. Innerhalb weniger Augenblicke werden unsere Truppen eingekreist und wir erleiden mehr Verluste als der Gegner. Infolge der Schlacht wird Magnus zum unzweifelhaften Sieger erklärt. Oh mein Gott, wir verlieren was? Ach, 10 Prestige, nur der Bürgermeister gewinnt 100. Ist egal. Sophia ist schwanger geworden, unsere Geliebte. Wird dann jede Frau, mit der wir schlafen, unsere Geliebte hier? Okay. Na gut, das wird anstrengend. So, die Schweden marschieren weiter dort auf ihrem Weg. Wir können auch ein Buch schreiben. Ist das unser Thema jetzt? Nein, wir schreiben kein Buch. So viel Gold geben wir für dieses Projekt nicht aus. Wir haben anderes vor. Okay, Herzog Sumalidi ist gestorben. Unser Schwiegervater im Übrigen. Er wurde von Abt Marian in einem persönlichen Kampf umgebracht. Auch interessant. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen neuen Herzog. 3 Jahre erst alt. Der wird mächtig werden. Noch ist er es nicht. Das bedeutet aber auch... Ach so, das war der, den wir eigentlich als Berater gesehen haben.
aber wo das dann nicht möglich war. Wir lassen den Beraterposten nochmal offen, weil es wird doch der Moment kommen, wo wir ihn besser besetzen können. Und er bringt uns ja in dem Sinne auch nicht. Insofern ist das auch kein Problem. So, wir können weitere Befehlshaber nehmen. Und da kommt jetzt Mubarak vielleicht ins Spiel. Ja, den werden wir jetzt nehmen. Ich wusste, sein Moment wird kommen. Ihr macht immer noch das, was ihr machen sollt. Ich kann nur erahnen, wie Sophia sich fühlen muss, als ob es nicht schon schlimm genug wäre, unsere Gefühle füreinander öffentlich zu verkünden. Muss sie nun auch über die Frucht unserer Liebe lügen? Wir riskieren da nichts. Oder besuchen wir sie? Ja, komm, wir besuchen sie. Mein Arzt Halsen berichtet mir von seinen Ideen. Von Medizin verstehe ich nichts, aber vielleicht könnte es wirken, was er vorschlägt. Er hat um Geld für die Entwicklung seiner Theorie gebeten und möchte ein Buch darüber schreiben. 94, das ist okay. Das können wir uns leisten. Gut, das ist das Erbe, was wir gesehen haben. Alles klar. Langsam füllt sich die Kasse ganz gut. Und, was ist hier passiert? Schweden nochmal irgendwie in einem neuen Krieg? Oder warum heben sie hier komplett nochmal aus? Was ist hier los? Nee, das ist nicht Schweden. Lass mich hier nochmal hingehen. Hier haben wir ihn. Verteidigt gegen Ranwald den Peiniger. Aha, es gibt eine schwedische Revolte. Die sieht aber allerdings jetzt nicht so gefährlich aus. Das ist eine Provinz, da werden wir... Oder? Zwei Provinzen, da werden wir wohl kaum... Oder ist da oben auch noch eine betroffen? Nee. Oder möglicherweise in England? Auch nicht. Sieht also nicht so gravierend aus, ehrlich gesagt. Okay, wir können für die Abtei von Komstad einen Nachfolger nominieren. Das war mir gar nicht bewusst. Wir haben die Investitur in diesem Bereich, das stimmt. Finden wir die hier eigentlich auch? Irgendwie nicht, ne? Wen nehmen wir denn da? Wir könnten unseren Hofkaplan nehmen. Ich weiß gar nicht, ob der noch als Hoflehrer dann arbeiten kann. Wem gehört denn diese Abtei von Komstad? Wo ist die denn direkt eigentlich? Können wir da mal hin? Ist die direkt uns unterstellt? Das wäre natürlich gut. Newdung. Tatsächlich, die gehört direkt uns. Deswegen müssen wir, glaube ich, das auch erledigen. Dann können wir, glaube ich, ihm zum Abt machen, oder? Wir nehmen mal den Hoflehrer und Hofkaplan. Und geben ihm die Aufgabe. Irgendwas hat da nicht geklappt, oder? Doch, er ist nominiert. Gut, wir haben wieder einen Sohn. Okay, Ingjald. Wir erkennen ihn an, aber legitimieren ihn nicht. Ich denke, das ist okay. Magnus von Värmland möchte Anspruch auf Bergslagen gewinnen. Magnus von Värmland. Ein Graf. Das scheint mir nun wahrlich nicht so beeindruckend zu sein. Da brauchen wir, glaube ich, nicht reagieren. Okay, wir haben unseren Kanzler verloren und der hat auch wirklich nichts geleistet. Insofern wird es tatsächlich Zeit, dass wir hier einem neuen Mann die Chance geben. Und jetzt sehen wir aber, dass es irgendwie nicht ausreichend gute Kanzler gibt. Und jetzt werde ich etwas machen, was ich sehr selten mache. Ich werde mal nach einem Kanzler suchen. Allerdings schaue ich mal, dass es einigermaßen realistisch in der Nähe ist. Ich suche erstmal im Reich, ob es jemanden gibt. Und zwar Hof betreten soll der. Alles andere ist erstmal egal. Achso, nee, es muss schon ein Mann sein. Und er muss hier eine hohe Kompetenz haben. Dan 16, das ist jetzt auch noch nicht so doll. Wir durchsuchen mal alle. Okay. So. Und dann schauen wir mal, was wir für Leute hier haben. Ich finde, sie sollten zumindest... Wir machen mal so, dass sie einigermaßen aus unserer Ecke kommen.
Wir haben hier den Kanzler von Kandalax, der würde zu uns kommen mit 17. Das ist das Beste, was wir im Moment kriegen können, so wie es aussieht. Dann nehmen wir den. Es ist eine sehr vertrauensvolle Aufgabe. Es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber wir stellen uns vor, dass wir gewissermaßen diesen Mann hier nur zu uns holen, weil wir jemanden Kompetenten brauchen, der irgendwas fälschen kann, der genau das machen kann, was wir von ihm wollen, nämlich dass er hier Ansprüche fingiert. Insofern stellen wir das dem Reich, ja, als irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine untergeordnete Figur vor, die sich um die Buchhaltung, um die Schriften kümmert oder so, dass da niemand Verdacht schöpft, und geben vor, dass wir keinen direkten Kanzler benötigen. So stelle ich mir das jetzt vor. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, wir haben noch nicht mal einen Regenten jetzt, oder? Ich glaube, der Titel des Regenten ist nicht besetzt. Gucken wir mal. Doch, Herzog Gregor ist Regent. Das ist okay. Das kann so bleiben. Gut, liebe Leute, dann warten wir mal weiter ab. Der Ranwald von der schwedischen Wolte, der läuft hier nach Norden, um offenbar diese Ländereien zu besetzen. Aber es sieht irgendwie nicht so aus, als ob der da große Probleme bekommt. Nun, mal schauen. Er wird Probleme bekommen, falls wir angreifen sollten, aber im Moment tut sich dort nichts, noch nicht, aber vielleicht mit dem neuen Kanzler. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.